So, weiter geht's mit Let's Play Freedom Planet 2. In der letzten Folge haben wir es nach Shenmue geschafft, wo ein Turnier stattfinden soll. Und an diesem werden wir natürlich jetzt auch teilnehmen. In der letzten Folge haben wir noch so ein bisschen gequasselt. Carol, wait up! Lilac, hi, how's it going? What were you thinking? You shouldn't have run off without us. I don't need a babysitter, okay? I can handle myself. That's not the point, not at all what I meant. We want a battle sphere too! Mila? If we're gonna fight in the battle sphere, then we're gonna do it together, as a team. Awesome! Looks like the old Carol charm is finally rubbing off on you guys. Even you, scary lady. Don't flatter yourself. I'm here to recruit the champion to our cause, and to help you. You are clearly doomed to fail without our support. Gee. Ja, haben wir ja noch, was hat ihr hier gesagt? Genau, wir haben ja noch mit den ganzen NPCs hier noch gequasselt. Hier gibt es allerdings noch ein paar mehr. Mit denen werden wir uns auch nochmal schnell unterhalten. Und ja, ich bin die Präsidentin des Kampfkugel-Fanclubs, auch bekannt als KF. Wir haben Mitglieder von überall auf Avalice. Und sogar ein paar in Tarusa. Trittst du an? Wie cool. War haben selten weibliche Teilnehmer. Wäre schön zu sehen, wie wir Ladies ein paar Siege verteilen und Arschtritte einstecken. Echt jetzt? Oh Mann. Echt jetzt? Sorry, ich muss über sowas einfach lachen, ey. Du weißt schon, was ich meine. Was da wirklich steht, ey. Arschtritte. Catherine. Ich bin einfach nur froh, dass beim Angriff auf das Museum niemand verletzt wurde. Das ist das Wichtigste. Da habe ich aber was anderes gehört. Oh, oh, ich will nicht sagen, dass die Zerstörung der Ausstellungsstücke von unterschätzbarem Wert nicht wichtiger sei als das Leben von irgendwelchen Wesen, die jetzt nicht so viel wert sind. Ist das auch wichtig? Super wichtig. Du brauchst eine Einladung, um reingelassen zu werden. Hier hängen die ganzen berühmten Leute ab. Sie wollen nicht von Fans gestört werden. Oh, noch was zu sagen. Hallo, ich heiße Catherine. Und du, was? Nein, ich meine weitergehen. Es gibt nichts zu sehen. Tut mir leid. Es war kein guter Ersteindruck, oder? Ich arbeite noch an meiner Ich-bin-das-Gesetz-Stimme. Oh. Okay. Schön, dass ich runterfalle. Das alles? Nee. Ich bin Teil der Wartungscrew. Wir sorgen dafür, dass Saos Kampfroboter in Topform sind. Falls du Materialien übrig hast, gebe ich dir dafür gern Goldsteine. Ja. Ich habe jeden Tag trainiert, seit ich mein Knie verletzt habe. Ich bin fast wieder bereit, es mit den Champions aufzunehmen. Knieverletzungen sind in der Kampfkugel keine Seltenheit. Ich würde mir an deiner Stelle Schoner anziehen. Na dann legen wir mal los. Auf in die Kampfkugel. Anfängerparcours. Our next contestant is a water dragon. Now there's something you don't see every day. Erstmal fett wieder Schaden kassieren. Ich glaube, hier gibt es auch keine Collectibles, ne? Also zumindest normal.
Ja, ich nehme erstmal. Hallo, Schaden bis zum geht nicht mehr. Battle Royale, der Kampfroboter. Ah ja. Achso, hier gibt es übrigens einen kleinen Erfolg, den man machen kann. Wo ist denn hier der Fotomodus? Genau. Und ein Gruppenbild. Ey Leute, lass mir auch mal was übrig. Zah. Hier ist ja was los, ey. Man weiß gar nicht mehr, wo man hingucken soll. Ey, der eine Dude hier, der schwitzt einfach immer noch. Au. Somebody didn't get the memo. Only the last fighter standing can ultimately face the champion of the Battlesphere. Oh, right. Does that mean what I think it means? Because if it does, I don't like what it means. All right, here's the plan. You guys take the fall, and I'll take on the champ. No, you have done well to come this far, but facing the champion is my responsibility. What? You don't think I can handle this? Guess we're going to have to settle this the hard way, huh? Oh, I've been waiting a long time for this. Jetzt dürfen wir gegeneinander kämpfen. Nice. Diese Taktik auf jeden Fall. Ja, 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 alles klar. Okay, ich krieg's ja gerade ein bisschen zurück. So, eine ist schon mal weg. Sie hier ist mies. Und sie ist auch raus. Na komm. Musste sein. Jetzt bleibt nur noch eins. Ladies and gentlemen, the self-proclaimed defender of the defenseless, the Red Wing of Justice, our very own champion of the Battlesphere, Captain Kalash! Captain Kalau, I presume? You're a hard person to get a hold of, you know that? You have fought well, citizen. I, Captain Kalau, acknowledge your fortune. I am honored, Captain, and would like to extend to you an invitation.
Shang-Tu is besieged by war machines and needs stalwart heroes to defend it. Please, in the name of justice, help us protect our city. Is that so? Very well. I will make time to listen to your intriguing offer. But first, I dare you to face one final challenge. That's right, folks. The champion himself will decide what a contestant's final challenge will be. This calls for a race! Really? You do know who I am, right? I assure you, citizen, you'll need more than a nice pair of boots to keep up with me. So, eine Rennherausforderung, ja? Erreiche die Ziellinie vor Captain Kalor, um diese Herausforderung zu gewinnen. Viel Glück! So, let's go! Hier machen wir rund. Ich hätte da hoch hin können. Ah, ein bisschen tricky hier. Er posiert natürlich erstmal noch eine Runde rum. Was für ein Spinner. I don't believe what I'm seeing, folks. Our newcomer has beaten Captain Kalau's challenge. I have tasted defeat. Victory is yours. Okay, so now that you're done being overdramatic, can we please have a serious talk about you helping us? We could use your help protecting our kingdoms. Very well. My people will review your request and pertinent details, but first, I would tend to some unresolved matters. I will message you once I'm done. You have my word. Thank you for your time, sir. Here to present the grand prize for the Battle Royale is the honorable, handsome, and highly humble leader of our fair city, our very own mayor! Thank you, everyone! Thank you! Allow me to present the grand prize! Wow! Yeah! Everyone stand back! This is going to be good! So würde ich auch reagieren. Friends to dine at City Hall in glorious downtown Shangmu. What? Thank you, Mayor Zhao. What an honor. I suppose I could use a free hot meal. Hot meal? It's funny because you... I know. Hilarious. Glorious! Thank you all for competing. See you next time. No refund, seriously. You were right about those fighters. Shang-Tu breeds them tough, I'll grant them that. But they're nothing that the captain can't handle at full strength. Good. But I have no intention of underestimating them. Nothing can be left to chance. Not this time. That was so awesome! Except for the part where we didn't win anything. That was stupid. Look on the bright side. We got the captain's attention. And we can eat at Mayor Zhao's mansion whenever we want! Yeah.
Eieieiei, also der Gewinn war ja eine totale Enttäuschung. Da stimme ich Carrot zu. Einfach mal Coupons. Typisch mehr Sau. Was eine Sau. Ein kleiner Geizarsch. Aber naja. Und Captain Kalar scheint wohl mit den Bösen im Bunde zu sein, so wie es ausschaut. Gut, mehr werden wir natürlich in der nächsten Folge sehen. Aber erstmal unterhalten wir uns mal mit ein paar NPCs und dann wählen wir das dritte Kapitel aus. Captain Kalar dazu zu bringen, sich dem Kampf anzuschließen, könnte mehr Ärger bedeuten, als es wert ist. Seine Anwälte haben uns gerade einen Vertrag so dick wie ein Buch geschickt. Genau. Oh. Oh, die Kampfkugel, was? Da kommen, ach ja, da kommen Erinnerungen hoch. Jade Fury nannten sie mich. Dann hat mich eine Sprengkanone ins Knie getroffen. Ah ja. Oh. Hier wurde noch nicht alles eingedeutscht. Oder ist das beabsichtigt? Dieser verfluchte Titelsong treibt mich in den Wahnsinn. So, ist das beabsichtigt? Bin mir jetzt auch nicht sicher. Gerade heutzutage mit deutschen Übersetzungen. In solche Indie-Titel. Weiß man ja nicht. Ich gebe zu, dass ich am Unterhaltungswert der Kampfkugel zweifle, aber ich kann nicht abstreiten, dass sie die Massen begeistern. Auch die Titelmelodien sind sehr eingängig. Gut. Gibt es hier noch. Warte mal, was ist mit den Kollegen hier? Ein weiterer Vogel kommt in die Verteidigungsstreitkräfte von Shengtu. Super, ich würde mich freuen, hier mehr Schnäbel zu sehen. Stein noch eins. Ich hoffe, die Leute denken dann nicht auch noch, dass ich wie er aussehe. Mich verwirrt das mittlerweile auch manchmal. Mann, weiter habe ich es mal mit diesen Skills hier. Hast du dich hier gefragt, warum Wildkatzen grün sind? Zur Tarnung. Sie können sich kinderleicht in der Dschungelflora ihrer parusischen Heimat verstecken. Ah ja. Ah, hier, Carol. Weißt du, was cool wäre? Und auch besser als Roboterputzdienst? Die Kampfkugel. Komm schon, nur ein bisschen, bitte. Es winkt eine glänzende Trophäe aus Gold mit meinem Namen drauf. Ah ja. Warte mal, ich habe da noch was gesehen. Als wir gehört haben, dass ihr in der Kampfkugel kämpft, habe ich den Fernseher angemacht, damit die ganze Taverne zuschauen kann. Na, sie haben einen Wasserdrachen in die Kampfkugel gelassen? Ist das nicht ein bisschen zu viel des Guten? Also klar, das gehört. Er hört die Zuschauerzahlen oder was weiß ich. Aber darum sollte es in der Kampfkugel doch gar nicht gehen, oder? Du bist ein Kind, du verstehst das noch nicht. Mila! Die Kampfkugel war toll. Und wir haben einen neuen Freund gefunden. Mhm, gewiss. Und ein kostenloses Essen bei Bürgermeister Sao gewonnen. Ich erkläre diese Mission zu einem Riesenerfolg. Ich brauche nur noch eine gute Maske für meine Kampfkugel-Persona. Und vielleicht einen Umhang, hm? So wie Batman. Genau. Was du nicht sagst, Mila.
So. Kaufen wir mal hier ein Item. Ich dachte auch mal darüber nach, mich für die Kampfkugel zu bewerben. Aber die Anforderungen waren sogar noch höher als für die königliche Armee. Und ich sollte eine Verzichtserklärung für den Fall einer inoperablen Knieverletzung unterschreiben. Kam mir suspekt vor. Also habe ich einen Rückzieher gemacht. Ich dachte, ich weiß, worauf ich mich einlasse, aber von einem Luftschiff beschossen zu werden und fast zu ertrinken, stand definitiv nicht auf der Liste. Komm in die königliche Armee, hieß es. Sammle neue Erfahrungen, hieß es. Tja, sie hatten schon recht. So. Und in der nächsten Folge geht es mit dem Kapitel Geheimnis des eisigen Nordens weiter. Und zwar nämlich im Örtchen Shuigang. Und das war's mal wieder mit einer weiteren Folge zu meinem Let's Play von Freedom Planet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich doch mit einem Daumen nach oben wissen. Es lohnt sich auf jeden Fall, noch die anderen Folgen reinzuschauen. Und ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, den Channel abonnieren, ist freiwillig. Genauso wie die Glocke aktivieren, ist freiwillig. Aber ihr werdet dann benachrichtigt, dass eine neue Folge Freedom Planet oder ein anderes meiner Projekte am Start ist. Sonst hätte ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Schaut auf jeden Fall, außer schaut bei meinem Kanal vorbei, da findet ihr noch weiteren Content. Und in dem Sinne, wieder schauen und reingauen.